Na ihr Bitches, Artikel 13 Gegner und Axel Voss Hasser, außerdem nie mehr CDU, CSU und niemals AfD Wähler. Keine Sorge, das wird jetzt nicht wieder so ein politisches Video wie meine letzten. Es wird eine stinknormale Folge, keine gute Frage, wie es sie schon länger nicht mehr gab. Und jetzt würde ich vorschlagen, lehnt euch zurück, holt euch einen Drink und schnallt euch an, nicht dass euch die ein oder andere Frage jetzt gleich vom Stuhl haut. Bitte um Hilfe, ganz dringend. Meine Freundin und ich, wir haben vor einer Stunde miteinander geschlafen. Sie hat momentan ihre Tage und benutzt Tampons. Jetzt bin ich zu weit reingegangen und keiner von uns beiden kriegt den Tampon wieder raus. Sie hat es mehrfach versucht, ich habe auch schon versucht, ihr den rauszuziehen. Es funktioniert nicht. Ich wollte es mit einem Löffel versuchen, aber sie lässt mich damit nicht ran. Was sollen wir machen? Der gute Lava 1991 ist, wenn das Jahr in seinem Namen sein Baujahr ist, gerade mal 17 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Da kann sowas schon mal passieren, ne? Aber ehrlich gesagt, würde ich dich, wenn ich das Mädchen wäre, wahrscheinlich auch nicht mit dem Löffel dran lassen. Nicht, dass du den dann auch noch zu tief reinschiebst. Ah, Mann, jetzt habe ich mich schon einmal halb tot gelacht. Was passiert eigentlich, wenn man sich zweimal halb tot lacht? Hilfe. Also wir haben es ja offensichtlich mit einem ganz verzweifelten Gamer 2001 zu tun, der sich jetzt wahrscheinlich schon einmal halb tot gelacht hat und jetzt wirklich händeringend nach Hilfe ruft und wirklich, ja, einfach fragen will, was passiert, wenn man sich zweimal halb tot lacht. Jetzt kommen wir hier natürlich zu einer sehr deepen und emotionalen Seite des Lebens. Also es tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber wenn du eins und eins zusammenzählst, zweimal halb tot, ist leider tot. Und ja, fällt mir schwer zu sagen, aber du bist dann wohl, du wirst doch mal drauf gehen. Es tut mir leid für manche wirklich ekelhafte Fragen, aber ja, Sperma-Kunstwerke, ich fange einfach an. Hallo, ich möchte einmal die männliche Community ansprechen. Das ist kein Troll, schreibt doch einfach mal, was ihr durch Zufall hingedaddelt habt. Ich habe einen Mann mit Hut, den Eiffelturm und eine Giraffe getrötet. Was waren eure größten Meisterwerke? Bitte keine Fotos. Also... Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Super. Dass mir jemand solche Fragen stellt, lol. Also zuallererst mal die wichtigste Gegenfrage überhaupt. Wen interessiert sowas? Und hingedaddelt? Also ich sehe schon, wir sprechen ein bisschen eine andere Sprache. Einfach mal zwei Begriffe, die einfach überhaupt nichts damit zu tun haben oder auch nicht wirklich passen. Eben zweckentfremdet, hingedaddelt und getrödet. Ja, da kennt sich jemand aus in seinem Gebiet. Aber eins ist sicher, der Typ, der die Frage gestellt hat, hatte eine Menge Fantasie. Denn der konnte immerhin aus seinem Sperma-Kunstwerk einen Eiffelturm erkennen. Oh Gott, dieses Kopfkino, wir müssen aufhören, ich kotze gleich. Wie schaffen es Bodybuilder, total unbehaart zu sein? Würde ich gerne wissen. Und da lasse ich jetzt einfach mal die Antwort von Mr. Mister wirken. Durch die Muskeln haben die Haarwurzeln gar keinen Platz mehr unter der Haut und fallen eben raus, beziehungsweise wachsen gar nicht erst nach. Ha, Leute, Mensch, die haben keinen Platz mehr unter der Haut. Ja, natürlich. Wie konnte ich so verblendet sein und immer denken, dass die Bodybuilder sich waxen oder sonstige Enthaarungsmöglichkeiten betreiben? Es liegt doch auf der Haut, dass die keinen Platz mehr drunter haben. Mensch, danke für die Aufklärung, Mr. Mister. Bildbearbeitungsprogramm, mit dem man sich in Elfe verwandeln kann. Kennt ihr ein Online-Bildbearbeitungsprogramm, bei dem man sich kostenlos in eine Elfe, Elbin, verwandeln kann? Das klingt jetzt wahrscheinlich unglaublich, aber es gibt da wirklich ein kostenloses Programm. Das nennt sich Instagram. Ich weiß, ist wirklich nicht bekannt. Das kennt fast keiner. Ja, also auf jeden Fall kannst du das kostenlos runterladen, musst du dich halt anmelden, ja, dies, das. Dann schießt dir ein Bild von dir, machst du den Elfenfilter drüber und fertig, bist eine Elfe. Elbe wird halt schon ein bisschen schwieriger, da gibt es noch keine richtige Lösung. Was kann ich noch zu meiner Rose malen? Hey, ich habe eine Rose gemalt, was kann ich dazu malen? Was würde ich zu einer Rose malen? Ein Komposthaufen, genau. Ein Komposthaufen geht immer. Hilfe! Ich finde meinen Freund hässlich. Ich bin mit meinem Freund über 2 Jahre zusammen und wir sind beide 18. Ich liebe ihn wirklich, er tut alles für mich. Ich liebe ihn wirklich. Und hast du schon erwähnt, dass du ihn wirklich liebst? Ich glaube nicht. Ich kann auch nicht ohne mich. Okay, ja, ich kann eigentlich auch nicht ohne mich. Unsere Beziehung ist toll, das ist schön für dich. Ich will nicht oberflächlich rüberkommen, aber ich finde ihn nicht hübsch. Ich könnte viel hübschere haben, aber ich liebe ihn nun mal. Aber wenn ich mal mit ihm weggehe und die ganzen anderen Jungs sehe, denke ich immer daran, dass er nicht gut aussieht. Bei Mitch spielt das Aussehen eine große Rolle und jeder kennt mich auch so. Viele verstehen es auch nicht, was ich mit ihm mache. Und ich will ihn nicht verletzen, er hat es nicht verdient. Ich denke manchmal, was ich mache, ist doch egal, ich liebe ihn ja, geht aber nicht. Ich kann es nicht ändern, ist halt so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht Schluss machen, aber ich bin eigentlich auch unglücklich. Ich denke oft an andere Jungs, die ich hübsch finde, dann tut es mir wirklich leid. Ich will ihm das nicht antun, er ist so gut zu mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Helft mir bitte. Wisst ihr, was mich an dem ganzen Text am meisten triggert? Ich könnte viel hübschere haben, aber ich liebe ihn nun mal.
Wie eingebildet muss man eigentlich sein, um sowas zu schreiben? Leute, ich weiß, dass das Aussehen auch wirklich eine wichtige Rolle spielt. Du bist 18 und manche haben mit 30 oder 40 noch keinen Freund, keine Freundin gefunden. Seid doch einfach froh, dass ihr einen Menschen gefunden habt, der euch wirklich so akzeptiert, wie ihr seid. Und akzeptiert ihn doch dann auch so, wie ihr euch akzeptiert. Also, wenn er dich so akzeptiert, wie du bist, dann solltest du ihn auch so akzeptieren und jetzt nicht ihn bloß auf sein Äußeres bewerten, beziehungsweise die so denken, Mensch, der ist eigentlich wirklich ganz nett, aber er sieht so hässlich aus, dass ich mit dem echt nicht länger was zu tun haben will, so. Ich meine, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Eines Tages hast du dir auch gedacht, Mensch, mit dem eine Beziehung wäre super und dann hat es irgendwie angefangen. Oder hatte er dann einen Haufen Make-up drauf oder was? Verstehe ich nicht sowas. Ah, Leute, wenn ihr jetzt noch einen chilligen Chat haben wollt, dann join gerne auf einem Chat and Chill Discord-Server. Einfach auf den ersten Link in der Beschreibung drücken. Könnt auch gerne den zweiten Link in der Beschreibung klicken, da geht's zu der Keine gute Frage Playlist. Und ansonsten, ihr kennt da das Prozedere, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Dies, das, Ananas, macht's gut und bis zum nächsten Mal, ciao. Und da kennt sich jemand offensichtlich aus in seinem Gebiet, also allein schon die Begriffe hingedaddelt und getrötet in dem Zusammenhang. Zusammenhang? Was labert denn nicht?